Gott will, dass er sich wünscht, weder den Weltkrieg angefangen zu haben, noch den Massenmord durchgeführt zu haben. Das ist mein Ziel. Das ist Gottes Ziel. Das bin ich euch schuldig und das ist Gott euch schuldig. Ich weiß, dass ihr während dieser Zeit an mich geglaubt habt. Ich weiß, dass ihr an meinen Vater geglaubt habt. Deswegen lasse ich euch nicht im Stich. Ich bin besessen von Gott. Ich habe gelernt, alles Negative abzublocken. Ich lasse mich nicht mehr unterkriegen. Mich können die beiden nicht einschüchtern. Ich muss nur ein bisschen so Angst haben, dass er mich doch umbringt. Aber dann würde er zugeben, dass er doch Jesus Christus als Ziel hatte. Und dann, glaube ich, wäre er wirklich für immer verloren. Deswegen muss er sich das gut überlegen. Am Schluss könnte man auch sagen, dass er einfach nur testen wollte, und das will er sogar heute noch, ob er tatsächlich sich alles erlauben kann, was er will, oder ob er tatsächlich dann so dermaßen deswegen dran kommen wird, dass es sich erstens wünschen wird, dass er das nicht getan hat und zweitens, dass er es in Zukunft nie wieder machen kann. Eine angemessene Strafe wäre eigentlich, dass er einfach eingesperrt wird, für immer. Nur leider ist er wirklich der Antichrist. Und er wird dann alles daran setzen, seine Kräfte aufzubauen. Er wird sich dann irgendwas machen, er wird sich irgendwas zusammen machen irgendwie. Ob das irgendwelche komischen satanistischen Symbole sind, die er hat. Oder seine Liebe zu Satan persönlich. Es war auch Satan persönlich, aber ich sage das jetzt einfach so. Wir sind beide der Antichrist, sind beide Satan. Sie sind eine Schlange. Sie beide sind eine Schlange in einem, weil sie sind zwei Personen und zwei ist eine Schlange in Wahrheit. Stellt euch vor, zwei ist eine Schlange, es sind zwei Antichristen, es sind eine Schlange in zwei Personen. Ich weiß, ihr erwartet echt noch schlimmere Sachen von dem Mal. Man darf ihm nicht in die Falle gehen, weil er versucht, ihr weiß zu machen, dass er doch gut ist. Nur wenn man das dann ernsthaft denkt, dass der doch gut ist, dann muss man sich einfach eingestehen, dass Massenmord gut ist, dass Krieg gut ist, dass Rassismus im extremen Ausmaß gut ist. Was lernen wir also daraus? Da ist jegliches Gut verloren. Da ist nur noch böse. Und deswegen
kann man ganz locker, ganz gediegen als Antichrist sehen. Ein Antichrist hat nichts Gutes. Gar nichts mehr. Okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt kapiert, dass ich erstens der Bob Marley bin. Das habe ich nämlich kapiert. Und zweitens, dass ich der echte Jesus Christus bin. Und ich deswegen überhaupt erst hier bin und keine Angst vor diesem Pisser habe. Ich kann mir schon denken, dass ihr deswegen jetzt noch saurer seid, weil ihr mich fertig gemacht habt. Obwohl ich der echte Jesus Christus bin. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich der beste Mensch überhaupt bin. Und ich deswegen auch nicht sauer sein will. Und genau deswegen macht das. Er will das Gute in Böse verwandeln. Ich weiß nicht, was der überhaupt will. Er will die Welt in die Hölle verwandeln. Denkt ihr auch nicht, dass er heimlich gegen Elke ist? Denkt es einfach nicht. Jetzt sehe ich ihn gerade richtig lachen, so saublöd. Okay. Das Gute ist jetzt schon mal das, dass wenn ich bekannt bin als Jesus Christus, dann werde ich nicht schwächer, sondern stärker. Es wird so sein, dass ich dann einfach mehr Stress empfinde, das ist mir klar. Gleichzeitig aber wahrscheinlich weniger Schmerzen habe. Und außerdem auch so viel Selbstvertrauen habe, dass ich keinen einzigen Menschen mehr, außer diese beiden. Na, gute Frage. Denkt ihr. Nein, okay. Die Wahrheit ist, es sind diese zwei Antichristen, es sind die einzigen Antichristen, die es gibt. Alle anderen Menschen, die ja so böse sind, die sind nur von diesen beiden Antichristen besessen. Oder denken, dass sie belohnt werden, wenn sie schreckliche Dinge tun. In Wirklichkeit tut es mir schrecklich leid, dass ihr diese Sachen durchstehen musstet. Es tut mir leid an jeden Einzelnen, der im Krieg gelitten hat oder in irgendeinem KZ. Ich war trotzdem immer bei euch, aber ich hatte höhere Ziele zu verfolgen. Und zwar, dass ich diesen. Oh mein Gott. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er sein wahres Ich zeigt. Und sein wahres Ich heißt Gaskammern. Und Hitler sägen und Leute auf Crystal schicken, sogar Kinder. Ich fühle so viel gute Energie schon. Ich habe Unterstützung von der ganzen Welt schon.
Die ganze Welt leidet unter ihm. Ihr wisst nicht, wo ihr habt gelitten. In Wahrheit leide ich immer noch. Aber ihr auch. Und deswegen sehe ich mein Leid als nichts an, was ich irgendwie als Schuld wegschieben würde an andere Menschen. Man muss realistisch bleiben. Und die Wahrheit ist, dass diese beiden die Antichristen sind, die es tatsächlich strategisch auf mich abgesehen haben. Und tatsächlich jetzt es auch wieder strategisch auf mich abgesehen haben. Dann fragt man sich, wieso der Herrgott es zulässt. Naja, schaut mal. Alle Schmerzen, alles Leid der Welt geht vorbei. Aber die potenzielle Gefahr geht nicht einfach so vorbei. Und deswegen müssen wir es doch durchstehen. Um die potenzielle Gefahr aufzudecken, und gemeinsam als Menschheit zu bekämpfen und endgültig zu vernichten. Ich will, dass diese zwei Antichristen aus dieser Welt verschwinden. Und zwar für immer und ewig. Leider habe ich da keinen Plan dafür, weil einfach sie umzubringen, das klappt nicht. Deswegen sind sie nicht weg. Dann werden sie wiedergeboren. Jetzt ist natürlich die Frage: Erkennen die beiden dann selber, dass sie wirklich das blanke Böse sind und würden da sogar dann zustimmen, dass ich sie für immer vernichte? Dann würden wir bestimmt eine gemeinsame Lösung finden. Aber jetzt kommt der Knackpunkt, Alter. Und zwar, diese beiden genießen ihre Bösartigkeit so. Deswegen wollen sie ja auch noch ehrlich hierbleiben sogar. Aber natürlich nur bösartige Sachen machen und nur Schaden anrichten und nur Leid anrichten und nur Menschen ins Verderben stürzen. Menschen verführen zu schrecklichen Taten. Körper zerstören lassen. Ich glaube, wir haben Krieg, und zwar weil es die zwei einzigen Antichristen auf der Welt sind. Der einzige, der noch in Frage kommen würde, ist der Daniel. Aber den werde ich so hops nehmen, dass er tatsächlich keiner ist. Er ist nämlich der leibliche Sohn von den beiden und hat hat deswegen Böses im Blut. Aber ich kenne ihn und der ist in Wahrheit gar nicht böse. Ne, stimmt schon. Daniel ist in meinen Augen nicht einer, der sich auf Hitler und Elkes Seite stellt. Wichtig ist, dass der Daniel nicht selber denkt, dass er böse ist. Dass es nämlich dann tatsächlich dann ist, dass er von ihnen gezeugt wurde und er somit ein
besonders anfälliger Mensch ist. Wir müssen Daniel beweisen, dass er gut ist. Wir müssen Daniel zeigen, wer der Hitler wirklich ist. Und wer seine Antichrist-Frau wirklich ist. Aber das weiß er eh schon. Ich weiß schon, in meinem Getränk Ecstasy feiere ich total, weil ich jetzt schon immer so viel Kopfschmerzen habe, beziehungsweise schon fast gar keine mehr. Und auf Ecstasy bekomme ich auch keine Pulse oder Schmerzen, weil das irgendwie auf den Kopf geht oder so. Ja, es ist nicht gerade so angenehm in Wahrheit. Ich hocke quasi jeden Tag 10 Stunden in dem Bad. Auch die ganze Nacht noch, wenn es ist. Jetzt auf dem Map, dann auch Tag und Nacht. Es gibt keinen besseren Ort, um Hitler zu basteln, als das Bad, wo sein Waschbecken ist, was mich eher an so einen Hund erinnert, mit seinem Handtuch, mit seiner Folterstelle. Alles klar. Deshalb will ich betonen, dass wenn ich ihn bestraft, dass er sich dann irgendwie an mir rächt. Aber das schafft er nicht und deswegen müsste er es wieder in Form von Gaskammern und Weltkrieg und so machen und das wird er nie wieder schaffen. Weil ich nämlich höchstwahrscheinlich sogar in diesem Leben noch sehr weit von ihm entfernt sein werde. Ich habe so ein angeschaut, habe ich dazu gesagt. Das gibt's noch nicht mehr. Den geben wir jetzt wirklich Ecstasy, wo ich Kopf gekriegt. Jetzt glaube ich, habe den endgültig gebastelt. Und zwar, weil ich tatsächlich Adam bin und er kein. Und deswegen ist er eigentlich eh ein verheultes Babybuben. Und deswegen tut er mir nichts. Weil ich der Einzige bin, auf den er angewiesen ist in Wahrheit. Nee, der Daniel will mich, glaube ich, trainieren oder so, indem er mich absichtlich als aussieht.
Ganz genau. Das ist leider die einzige Möglichkeit, eigentlich auch Gott sei Dank, sie wirklich komplett zu vernichten für immer. Deswegen gibt es bereits das Ecstasy, was mit der Existenz spielt. Man könnte sagen, Gott hat ein bisschen gemurkst und hat solche Wesen erschaffen, die tatsächlich nur Mörder sein wollen und nur Leid anrichten, nur bösartig sind. Und deswegen leiden wir jetzt zwar, aber die Hoffnung ist einfach so real. Die Hoffnung ist in uns allen, dass Gott diesen Murks ausbessert und deswegen wir auf das warten können und gemeinsam darauf hinarbeiten können, dass Gott einen Weg findet, sie wirklich zu vernichten. Ich weiß, es ist gefährlich, es ist auch irgendwie ein bisschen furchteinflößend. Ja, okay. Ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich gerade gedacht habe, dass das Selbstbild, das er für immer vernichtet wird. Der Wild Elke das auch. Und jetzt kommt da der Grund, warum ihr den Führer braucht und für so gut erachtet. Bringt den Führer dazu, alles über Elke zu verraten. Und gebt mir dann irgendwie Bescheid. Ich muss das wissen. Ich muss alles über Elke wissen. Irgendwie glaube ich tatsächlich, dass die Firma vernichtet werden wollen wird. Okay, das ist jetzt glaube ich die einzige Chance, die ich sehe, wie ich. Ja, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob. Nee, weil das läuft darauf hinaus, dass ich ihm vertrauen müsste. Sodass ich ihm so quasi deutlich mache, dass er für immer vernichtet wird. Aber er muss mir noch helfen, damit Elke auch für immer vernichtet wird. Das weiß ich auch. Wir leben mittlerweile in einem Programm bzw. in einer Matrix. Ihr wisst ja, in einem Programm kann man etwas löschen. Es geht also darum, Menschen für immer zu vernichten. Einfach ihre Seele zu löschen. Einfach wegzumachen. Dafür brauche ich natürlich Gottes Hilfe und der wird mir auch das alles beibringen, was ich da wissen muss. Auf jeden Fall muss der Führer dazu gebracht werden, alles über Elke zu verraten, weil der weiß alles. Wie sie denkt, wie sie wirklich spricht, wie sie wirklich ist, was sie wirklich für eine Art hat. Weil mit mir ist sie nämlich nicht so, wie sie bestimmt mit ihm redet oder wenn sie alleine ist oder so, sondern sie verstellt sich da immer ein bisschen. Alles klar, nee, ich denke mir jetzt sogar selbst, wenn ich jetzt das so wie jetzt wirklich auch
hinbekomme, dass ich anfange wirklich zu beweisen, dass ich der echte Jesus Christus bin, dass ich dann auch gar nicht kastriert werden muss oder ähnliches. Und dann wäre ich schon übelst froh. Ich lasse euch sowieso nicht im Stich. Das, was ich heute geschrieben habe, das. Okay, nee. Schaut mal, wenn ihr alle sterben müsstet, um Elke zu vernichten, dann würde ich das trotzdem machen. Es ist nämlich so, dass die Zeit gar nicht existiert und die Zeit von mir erschaffen wird. Also von Gott. Das, was ich mache, ist quasi Gottes Wort. Und ihr wisst, Gott ist gut, aber Gott kann nur Gott sein, wenn er alles ist. Und wenn Gott alles ist, dann ist auch Elke ein Teil davon und auch Hitler. Und deswegen muss Gott da einen Weg finden, sich selbst zu reinigen. Wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, wie das genau abläuft und ablaufen wird. Aber ich habe das jetzt schon im Kopf, dass das so laufen wird. Ich weiß, das hört sich grauenvoll an. Aber ich muss alle Menschen töten und Elke zum Vernichten. Das hört sich grauenvoll an. Aber vielleicht ist das tatsächlich das, was Gott vorhat. Weil sie sich in jedem Menschen eingenistet haben. Okay, jetzt warte mal. Jetzt ist mir gerade richtig hart eingefallen, dass es wahrscheinlich doch gar nicht nötig ist, weil es ja dann tatsächlich auch darauf hinauslaufen wird, dass ich vielleicht auch vernichtet werde und Eva auch und dass dann alle für immer vernichtet sind. Ja, wenn das Gottes Plan wäre, dann würde ich auch noch zustimmen. Tatsächlich denke ich das, dass ich Elke vernichten muss, auf Ecstasy extrem stark. Also sagt so, die Snake muss weg und der Hitler auch. Wenn das sofort möglich wäre, dann würde das schon jetzt passieren. Oder ist es deswegen nicht möglich, weil ich selbst scheine irgendwie Liebe übrig zu haben für diese beiden? Und deswegen muss ich mir die Liebe restlos austreiben, damit ich bereit bin, sie loszuwerden.
Vielleicht geht es dann, wenn die ganze Welt tatsächlich will, dass diese beiden endgültig vernichtet werden. Jetzt könnten wir das so machen, dass das tatsächlich das Ziel wird, dass die ganze Welt Bescheid weiß, wer die beiden Antichristen sind. Natürlich auch, wer der Christ ist. Ich weiß jetzt wirklich sicher, dass ich Jesus Christus bin. Und deswegen kann ich auch im Grunde schon öffentlich vorgestellt werden. Wenn es sich nicht eh schon überall rumgesprochen hat. Und tatsächlich ist das Ziel, was ich dabei verfolge, dass die Menschen dann die zwei Antichristen erkennen. Und wir gemeinsam dann einfach dieses System, was ich immer sage, mit der Logik, dass wenn die ganze Welt, wenn wir alle zusammen der Meinung sind, dass diese beiden Menschen keine Existenz mehr besitzen dürfen, dass wir dann deswegen so einen Weg finden, es wirklich zu schaffen. Jetzt habe ich gerade Sammy reden hören, so, Hitler ist der Sepp und deswegen bin ich jetzt fertig mit Hassen und bringe mich doch nicht um. Das ist echt gut zu hören. Tatsächlich habe ich nur einen Leptikens, habe ich auch gemerkt. Wisst ihr, warum existiert nur Leptiker mich jetzt nicht mehr so krank verrückt macht? Weil ich die Kopfschmerzen von mich gepackt habe. Seit ich die Kopfschmerzen aushalte, bin ich irgendwie wieder ein bisschen wie früher. Ich meine, jetzt so vor 2-3 Jahren. Ich habe tatsächlich so viel Ecstasy genommen, um den Antichristen aufblühen zu lassen. Nur hatte ich da tatsächlich das Problem, dass ich nicht beide als Antichristen gesehen habe, sondern immer nur eine von ihnen. Und damit ist jetzt Schluss. Jetzt sind beide dran. Die sind beide gleich schlimm. Wir machen es jetzt so. Sie sind zwei. Sie sind eine Schlange. Sie sind beide eine Schlange. Diese beiden Menschen sind jetzt das Hauptziel von Jesus Christus und Gott. Und sie müssen endgültig vernichtet werden. Zum Schutz von Menschen, zum Schutz von uns allen. Und darum geht es eben, dass wir tatsächlich das logisch durchführen können. Ich rede nämlich nicht von einfachen Umbringen, sondern wir müssen ihre Existenz auslöschen. Das geht vielleicht, indem wir eine Matrix erschaffen, wo wir alle wissen, dass wir ein Programm sind, und dann lernen wir einfach schon von dem Fortschritt, den es bereits gibt. Programme können immer gelöscht werden. Programme können permanent gelöscht werden. Das bedeutet, Gottes Plan ist, die Matrix, um uns in ein Programm zu verwandeln, wo jeder einzelne Mensch am besten ein Programm ist, was löschbar ist. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir da Probleme bekommen mit der Elke, weil die leider auch ein bisschen übermächtig zu sein scheint. Ich muss zugeben, die manipuliert mich auch ziemlich. Bitte. Wenn ihr einen Adolf in mir seht, dann denkt an mein Lachen, denkt an meine Stimme, denkt an meine Ehrlichkeit und außerdem denkt an das, dass er wirklich der Schelten ist. Prophet.
Prophezeiung ist es, dass sie vernichtet werden, zwar für immer. Und da ich das wirklich todernst meine, haben wir die Matrix erschaffen. Das bedeutet totale Überwachung, totaler Brainwash, totale Schmerzempfindlichkeit, totale Torscheinbarkeit. Aber es ist deswegen, weil durch die Matrix wird die Logik erschaffen, die wir brauchen, um sie endgültig loszuwerden. Und da habe ich halt diesen Sinn, dass ich jeden einzelnen Menschen in ein Programm verwandle, indem ich ihm das weismache, dass es so ist, indem ich ihm das beweise, dass es so ist. Und dann sehe ich da eine Chance, eine realistische Chance. Wisst ihr auch warum? Die PCs sind auch schon real. Versteht ihr das? Jetzt habe ich euch wieder meine Fresse. Hitler bekommt jetzt schon Angst, weil er weiß, dass ich keine Faxen mache. Ich bluffe kein Shit. Lassen wir erstmal so stehen, würde ich behaupten. Es geht tatsächlich darum, dass ich die Logik definiere. Und wenn ich die Logik definiere, dann kann ich alles real machen. Dann bin ich die Definition von realistisch, weil die Logik ist ja dann die Realität im Endeffekt. Und wenn die Realität schon so ausschaut jetzt, dass wir PCs haben, zocken können und sowas, dann können wir auch Programme darin haben. Also in einem PC ist eigentlich alles ein Programm. Fast alles ist ein Programm. Und jedes Programm ist tatsächlich permanent löschbar. Es ist tatsächlich so sogar möglich, und ich weiß, dass ein Programm so gelöscht wird, dass es unwiderruflich zurückholbar ist. Und wo ist das Programm hin, wenn es unwiderruflich gelöscht wird? Ganz genau. Mit mir ist hier nicht zu spaßen. Sogar der scheiß Hitler hat Schiss vor mir. Habt ihr vielleicht sogar schon gemerkt? Elke hat sogar so viel Schiss vor mir, dass sie sogar nett zu mir ist. Sie wissen, dass ich ihr Ende bin. Und die anderen Menschen wissen, dass ich ihr Neuanfang bin. Denn wenn im schlimmsten Fall alle sterben müssen, dann würde ein Neuanfang ohne die beiden passieren und das würde aufs Gleiche hinauslaufen. Aber ich sehe diese Möglichkeit mit der Matrix und den permanent löschbaren Programmen einfach für besser. Und das setzen wir an.